So, willkommen zu einer weiteren Folge von Angeschaut und Ausprobiert. Ihr seht, es startet mal wieder mit einem anderen Logo. Das heißt in diesem Fall, dass ich mal wieder meine Steam-Liste heruntergeladen habe, also meine Wunschliste aus Steam mal wieder exportiert habe, um sie hier im Tool einzulesen. Und natürlich sind wieder einige Spiele dazugekommen. Also, und dafür jetzt gleich starten. Vielleicht ist ja eins der neueren heute dabei. Zombie Defense war zum Beispiel eins der letzten, die ich gerade hinzugefügt habe. Und welches ist es heute? Altitude. Okay, sieht irgendwie aus, als ob man da mit kleinen Fliegern durch die Gegend saust und mal schauen, was man da anstellen soll. Ah ja, es ist also ein Multiplayer-Spiel, wo man mit einem kleinen Flieger durch die Gegend flattert und tja, anderen das Leben schwer macht. Also gleich mal installiert und ja, das Spiel selber hat 52 Steam-Errungenschaften, braucht 196 Megabyte Speicher und möchte 67 MB runterladen. Also das dauert wenige Sekunden. Da kann ich mir in der Zeit noch mal kurz die Errungenschaften anschauen und was denn da so auftaucht. Okay, das erste sind Complete Training Missions, was immerhin noch die erste Trainingsmission ist, von der Hälfte der Spieler komplettiert worden. Dann die letzte Trainingsmission ist dann gerade mal noch von 20% der Spielern komplettiert. Und Loop Multikill Shootdown, zwei Enemy Planes within 4 seconds of one another. Loop in der 3er, Bomber Multikill, Loop in der 6, Loop Killing Markings 100, 100 feindliche Flugzeuge abschießen. Und was ist das letzte in der Liste? Oder vielmehr die zwei letzten? Miranda, 10 in a row. Shootdown 10. 10 Enemies abschießen, ohne dabei zu sterben. Und 10 exploded in a row. Okay, das sind wahrscheinlich unterschiedliche Waffen dann wahrscheinlich zu verwenden. Oder eigentlich unterschiedliche Flugzeugtypen. Bei Miranda ist wahrscheinlich einfach dieses grüne Flugzeug. Exploded ist dann dieses blaue. Und dann gibt es noch ein rotes. So, das Spiel ist bereits installiert und ja, auf in die Erkundung. Also, soweit bin ich jetzt erstmal im Spiel und spiele es hier im Window-Mode. Die Schwierigkeit war, dass es jetzt bei den ersten drei Starts immer gesagt hat, es könne sich nicht zu irgendeiner Webseite connecten und sich nicht aktualisieren und so weiter und so fort. Das scheint jetzt zumindest geklappt zu haben, ohne dass ich irgendwie in der Firewall tatsächlich rumspielen musste. Und also jetzt erstmal in die Trainingsmission und mal gucken, wie das Spiel als solches funktioniert. Naja, fangen wir mal mit Easy an. Follow the path with your mouse or use the left and right arrow keys to turn your plane. Okay. Okay, so weit, so einfach, durch ein paar Ringe zu fliegen. Und die Maussteuerung ist da an der Stelle relativ beliebig. Und ich muss wahrscheinlich nicht unbedingt die Punkte einsammeln. Oh. Okay, cool, der erste Crash. Ja, was war jetzt eigentlich das Problem? Ich habe es nicht wirklich verstanden. Orange Bar, Chaos hier, Throttle. Hold up, arrow to speed up. Now you are at max throttle. Hold up, arrow to engage afterburner. Okay, irgendwas. So, die rechte ist so ab Arrow, reagiert nicht. Ah, okay. Gut. Also ich muss tatsächlich mit Tastatur
Dings hier spielen, was ja irgendwie ziemlich bescheuert ist. Wenn ich gleichzeitig mit Maus spielen will und F und D. Also. Ist irgendwie ziemlich unpraktisch an der Stelle, wenn ich dann sowohl mit Maus als auch Tastatur spielen muss. Turn the green arrow to point it into fall. Okay. Also was ich jetzt hier mit Maus und Tastatur machen kann, habe ich jetzt immer noch nicht verstanden. Also ich kann hier zwar mit den rechts und links Maustaste, ich glaube, weil der hier einfach irgendwie rumstenkert. Aber das heißt, ich muss mir die Keys so einstellen, dass ich da irgendwie vernünftig arbeiten kann. Dann ist es green arrows to point into the fall. Okay. Ace the next pass and you will move up to combat. Remember to speed up, press up arrow. Ja, super. Rechts, links und dann kann ich aber die Maus nicht benutzen. Das ist doch, also da finde ich es von der Steuerung her jetzt schon wieder irgendwie Käse. Weil so wäre mit Maus und ein bisschen Tastatursteuerung und sowas ja ganz genial. Aber wenn ich drei Hände brauche, um das Spiel zu spielen, finde ich es schon wieder unausgegoren. Also die kleinen Energiedinger, rechte Maustaste, die Raketen, linke Maustaste, die auf jeden Fall um einiges weiter fliegen. Warum fliege ich jetzt eigentlich hier durch die Gegend? Das Level hatte ich doch schon. Okay, das erste Level up, Level up. Ja, man. You have been promoted. Each level unlocks new plane, challenge or perk. Gut, okay. Mission free for all. Be the first player to achieve 10 kills. Na super. Ich hoffe, dass das jetzt hier AIs sind. Select plane. Die werden bei den anderen Leveln freigeschaltet. Edit. Okay, das kann ich nicht auswählen. Rabarite Hull. No perk. Reduce collision damage and makes it easier to afterburn out of stalls. Und Blue Perk habe ich noch nichts. Okay. Na schön. Random Custom. Select one of your pre-configured custom classes. Click to spawn. Juhu, kill, kill. Was war das eigentlich gerade? Double kill. Oh, Afterburner. Ich brauche einen Afterburner. Okay, irgendwie, das war jetzt, glaube ich, genau schon der Punkt, wenn meine Hülle natürlich den Bach runtergeht. Wo ich dann diesen Afterburner brauche. Ich verstehe immer noch nicht, wieso ich jetzt eigentlich immer noch so Stall bin. Bin ich jetzt irgendwie zu schwer? Okay, da habe ich irgendwas noch nicht mitbekommen, was hier irgendeine Spielmechanik ist. Achso, wenn ich diese komischen Items aufsammle, dann werde ich wahrscheinlich auch schwerer. Hey, okay. S-Plane Looking. Spielephysiolog. Best Multikill. Longest Life. Okay. Ah, okay, Longest Life habe ich nicht gehabt. Ja, jetzt hat er gleich alles schon wieder weggenommen. Konnte ich mir überhaupt nicht in Ruhe anschauen, was da jetzt noch alles stand.
In der Hinsicht ist das Spiel mir dann auch schon wieder zu hektisch. Also, shoot the ball into the opposite team goal 6 Mal. Na, dann mal ausprobieren. Also los, auf Plane E, Team T. Okay, das kann ich auswählen. Team T kann ich dann... Team Changing is enabled. Okay, dann also auf ins Spiel. Achso, da hinten ist der Ball, der... To activate your secondary ability. Was bedeutet das jetzt? Press S to shoot the ball in the... Ah, okay, ich habe den Ball schon. Ne, Moment. Toll. Das heißt, ich muss jetzt den Ball hinterher, damit ich den wieder einsammle. Okay, das heißt, mit Doppelklick in der Maus kann ich auf jeden Fall hier diese Special Abilities wieder aufsetzen. Und dann gehen die da drin kaputt. Und Gesundheit kann ich auch wieder einsammeln. Zu steil. Gut, jetzt habe ich wieder Flugtemperatur. Ball lost. New challenge available. Ist ja egal. Wo steckt denn der Ball jetzt? Ah, die da haben den Ball. Und jetzt ist er bei uns. So. Click to spawn. Score goal. Okay, das heißt, wir haben unser erstes Tor von 6 geschafft. So, der hat den Ball gehabt. Jetzt habe ich den Ball. So, dann mal schauen, dass ich den jetzt auch ins Tor buxiere. Kann ja nicht so schwer sein. Jawohl. Okay, das hat gepasst. Und gleich auf in die nächste Runde. Okay, ich habe den Ball nicht. Doch, ich habe den Ball. Dann ist jetzt natürlich nur die Frage, welches der Teile jetzt ausgelöst wird. Okay, das Tor wird ausgelöst. Ja gut, soweit so gut. 3:0 und 6 Tore soll es geben. Das kann ja dann nicht so lange dauern. Ich vergesse immer, dass ich extra drücken muss, dass ich wieder ins Spiel komme und warte immer, dass irgendwas passiert. Gut, also die... Ich habe ja Easy E ausgewählt. Von daher ist es ja okay, dass es auch einfach ist. Dort noch ein Schild einsammeln. Also... Noch 2 und dann ist das Level letztlich auch abgeschlossen. Ja, drücken, damit ich wieder weiterspielen kann. Okay, der da unten hat den Ball. Okay, aufgefangen. Gut, also ich muss da jetzt nicht unbedingt die Geschwindigkeiten anpassen, sondern es reicht, wenn ich... Nehmen wir mal an, wenn der Ball abgeschossen wird. Wieso ist der Ball jetzt verschwunden? Warum konnte ich den nicht einsammeln? So, zack. Ja, und da bin ich natürlich noch recht robust. Und da habe ich überhaupt kein Problem, da hin und her zu fliegen. Ups, verdammt. Das war jetzt natürlich nicht so sinnvoll. Wieso kann ich den Ball nicht einsammeln? Ey, wieso hat der den Ball jetzt? Ah ja, man kann ihn auch sich gegenseitig zuspielen. Na gut, haben wir auf jeden Fall schon mal das 5. Tor. Also, auf in die nächste Runde. Diesmal ist der Ball anscheinend bei denen. Oh, da hat es mich gleich fast voll erwischt. Hätte ich jetzt noch mal ein bisschen Gesundheit auftanken sollen. Nein! Oh, du Bastard! Also, noch mal ab zum Ball. Und... Ja, die Geschwindigkeit hochbringen. So.
Ja. Okay, we fly high. So, nächste Errungenschaft freigeschaltet. Okay, also Longest Life habe ich diesmal und Best Multikill und Best Killstreak und Most Deadly, 13 Kills. Okay. So, nächste Nuclear Launch Detected. Objective, use the Big Bomb Power-Up in the middle of the map to destroy the enemy base. Na dann, holen wir uns die Big... irgendwas. Jawohl. Okay, das sind unsere. The Fire Primary Weapon. Hier ist doch noch gar nichts. Taucht das hier jetzt irgendwie auf? Double Kill. Der hat ein Schild. Ha! Verdammt, da ist er ja. Press D und Pad. Ausweichen. Und... okay. Also das Ding geht ziemlich nach unten. Da brauche ich etwas mehr Angriffskraft von oben. Und ich habe schon wieder nicht volle Power. Ups, nein. Ja, nein. Abschießen den Kerl. Ich brauche Gesundheit. Nein. Okay. Los. Abmarsch. Also ein bisschen schneller fliegen. Und warten, bis hier die nächste Bombe da ist. Und dann ab damit ins Ziel. Da belohnt sich... Was? Oh, das war schon. Ein ordentlicher Treffer und das Ding ist weg. Demolition Expert. 114 Base Damage. 4 Kills in Ordnung. 6 Kills. Gut. Soweit so gut. Multiplan Mayhem. Objective, be first player to achieve 20 kills. Okay, also jeder gegen jeden und jeder macht alle fertig. Oh, ich habe einen neuen Flieger bekommen. Dann probiere ich den auch gleich mal aus. Der ist jetzt lila. Ups. Jeder gegen jeden. Also keine Freunde, kein Team, nix. Was habe ich jetzt eigentlich hier drin? Ah. Ah, ich kann... Moment, was war das denn jetzt? Ich kann nach hinten schießen. Nein, nicht zu steil, nicht zu steil. Okay, abgefangen. Ha. Was ist denn das für ein super Shoot? Ah ne, jetzt immer noch die komische grüne Kugel. Oh! Jetzt hat er das Ding da gesammelt. Okay, da ist jetzt der Schild aktiv. Press D auf Pad 1 für your Secondary. Also einmal nach hinten schießen und einmal nach vorne schießen. Oh, no, no. Okay, wieder gefangen. Wäre auf jeden Fall sinnvoller, die... Ha, erstmal ein bisschen reparieren. Und... Wie viel habe ich eigentlich? 5 von 20. Ich habe vor allen Dingen noch ein paar Power-Ups, die ich irgendwann mal einsetzen sollte. Hey, du hast mir meinen Dingsbums geklaut. Puh, das war knapp. Wenn ich wegfliege, Secondary, und wenn ich angreife, also wenn ich nach vorne fliege, den anderen Treffer. Ha, da ist wieder eine Heilkiste. Pfui, daneben.
Genau, wenn du mir hinterher fliegst, kriegst du doppelten Ärger. Okay, so, da hinten ist wieder ein Heilteil aufgetaucht. Und da ist der nächste Bot. Ha, und gleich erledige ich den Kerl. Tja, mir ist es nicht gut, mir hinterher zu fliegen. Wunderbar. Na komm. Den Kill hat er jetzt bestimmt jemand anders bekommen. Ne? Aber nee, dann habe ich einen Double Kill. Dann habe ich den doch bekommen. Zack. Noch 5 Kills. Dann habe ich es geschafft. Oh, no, 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 no. Ah, gleich wieder einsammeln und Kurve fliegen und so weiter. Gut. Oh, nein, 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 nicht. Nicht, dass ich jetzt so kurz vor Schluss noch meinen... wobei, bin ich jetzt schon gestorben? Ich weiß gar nicht mehr, ob ich gleich am Anfang nicht irgendwo draufgegangen bin. Möglich ist es ja. Wird natürlich schlimm, wenn hier noch andere in Führung liegen. Der ist auch erledigt. Noch 18. 19. Na komm. Kann ja jetzt nicht so schwierig sein, hier noch einen abzuschießen. Nehmen wir nochmal die nette Rakete dazu. Oh! Okay, habe ich es jetzt geschafft oder war ich jetzt zu langsam? Komm, sag schon. Multikill. 20 Kill in der Reihe. Hey, ja, ich bin zwischendurch nicht geschossen worden. Super. Okay, ist ja bald Winter. Also einmal mit Schneebällen um sich werfen. Gut, dann spiele ich den nochmal. Das war ganz lustig. Und shoot the ball into the oppositing Dingsbums Team. Okay, diesmal bin ich die andere Farbe. Hey, klaue mir nicht den Ball. Die sind jedenfalls schon mal erledigt. Und komm rein mit dem Teil. Na also. Wie viel sollen wir eigentlich machen? Wie viele Tore? Und vor allen Dingen fliegt man ein bisschen schneller hier. Ah, da ist schon einer. Ah, ich habe den Ball. So, dann auf zum gegnerischen Tor. Und die haben sogar Weihnachtsmützen auf. Zack, geschafft. So, ein Tor ist schon mal von mir. Und ich vergesse schon wieder die Starttaste zu drücken. Mein Ball. Jawohl. Ui, ja. Okay, gefangen. Noch mal ein bisschen Heilung, bevor mir der da hinten noch einen drauf schießt. Hui. You leveled up. Schon wieder. Nein, da ist der. Zack, direkt hinten drauf. Ja, nur das Tor liegt in der anderen Richtung. Ich frag mich noch, was diese komischen Balken zu bedeuten haben. Irgendein Killing Spree, irgendeine andere Information. Weil ist das Bronze, Silber? Ja, wahrscheinlich hat es damit zu tun, wie viele man abgeschossen hat, ohne selber abgeschossen zu werden. Ja, nicht immer so viel quatschen, sondern gleich wieder ins Spiel starten. Damit die da nicht verschwindibus gehen. Ein Weihnachtsmann. Ey, das ist mein Ball. Her damit. Okay. Alles klar. Ups, daneben. Nein, das gibt's ja nicht. Ich hab den Ball schon wieder. Wie geht das denn? Der ist doch gar nicht zerstört worden. Naja, was soll's. Hauptsache er kommt ins Tor.
Assistant Bot 4. Naja, von wegen. Aber ist okay. Ich weiß immer noch nicht die Tasten. Immer da wieder die Hände zu wechseln. Nein! Jetzt haben die noch ein Tor geschossen. Das kann ja nicht wahr sein. Aber diesmal ist der Ball bei uns. Und du hast mir den Ball geschnappt, du. Okay, so ist es gut. Ordentliches Zuspiel und dann kann ich den Ball ins Tor schaffen. Gab es ja auch 6 Tore. Ist das Spiel jetzt zu Ende? Ja. Erbor. 2 Goal Assistant. Best Multikill 0. 4 Kills in der Reihe. Alles klar. Great work. You are ready to battle friends online. To continue practice Schuss Skirmish Bots. Das wäre jetzt die Frage, wozu. Okay, gucken wir uns mal an. Oh je. Das heißt, es ist wieder jeder spielt irgendwo irgendwas irgendwie. Also mal gucken, viel los ist ja nicht. 14, 4, 3, 1. Filter Servers. Überall ist kein Schwein aktiv. Wie langweilig ist das denn? Bompascha, Ledos Football Server Nummer 5. Und da sind alle 14 beschäftigt. Naja, dann schaue ich mir mal den einen Football Server an. Aber erst gehe ich mir nochmal angucken, was hier jetzt so alles los war. Also Training habe ich sozusagen alles abgeschlossen mit 50 Rewards. Steht jetzt zumindest nichts dabei, ob man die in einer schwierigeren Sache noch abschließen soll. Interrupt an enemy afterburners with loops EMP Grenade. Mhm. Loopy. Shoot down 50 enemy planes. Habe ich 0 von 50 bisher. Achso, Moment, ist der schon abgeschlossen? Nee, wahrscheinlich nicht. Das heißt, nur die hier sind abgeschlossen. Und den muss ich noch. So, Loopy, Shoot down 50 Enemy Planes. Loopy Kills Marking 50. Loopy Kill mal 2. Shoot down 2 Enemies Plane within 4 Seconds. Einmal habe ich das ja schon gehabt, aber trotzdem ist es hier nicht gezählt. Und dann 3 abschließen innerhalb. Wahrscheinlich gelten die Bots nicht, sondern es gilt nur für die echten Sachen. Und das gleiche nochmal mit den Bomber. So, und Exploded. Kann ich alles noch nicht angucken. Community Points. Community Points are discontinued. Aha. Und ich habe 0 Punkte. You need 100 more points to unlock Loopy Shark. Community Points are discontinued, you can no longer earn more points. Na schön. Ist die Frage, ob das Spiel überhaupt noch betreut oder entwickelt wird, oder ob es eigentlich ziemlich tot ist. Weil wenn es ein Free-to-Play ist, ist die Frage, wie wird hier eigentlich irgendwelches Geld verdient? Join the game. Also gut. Play. Score Goal. Okay. Wahrscheinlich haben die schon. Ups. Ha! Tor! Cool. Geht auch auf die Entfernung. Daneben. Ah, na komm. Wo ist denn der Ball jetzt? Wieso kann ich den Ball nicht aufsammeln, wenn ich meine Loopings mache? Okay, wir haben jetzt 2. Tor geschossen. Gut, 10 Minuten geht die Runde noch, die werde ich mal noch zu Ende spielen. Mal gucken, wie lustig das so noch ist, hier rumzutoben.
Ah, den. Nee, den haben die anderen reingeschossen. Da sind wir zu spät gekommen. Ach so, los, dann lass mich doch wieder rein ins Spiel. Gut, der ist hinüber. Und wir haben noch ein Tor geschossen, also 16 zu 11. Ich weiß gar nicht, ob es im Moment überhaupt fair verteilt ist. Von wegen der Anzahl der Spieler. Ah, verdammt, ich habe zu spät abgeschossen. Okay, der andere hat den Ball reingebracht. 17 zu 11. Auf jeden Fall recht schnell. Die einzelnen... ich hätte den auch gebrauchen können. Zack. Da bin ich gegengeknallt oder was auch immer passiert ist. No. Wieso hinterlasse ich eigentlich immer einen Service oder wieso hinterlasse ich überhaupt ein Servicepaket, wenn die kaputt gemacht werden? Ja, in der The connection to the login server has been lost. Please log in again. Offline Mode, geht das auch? Okay, da kann ich nur Training machen. Login. Attitude is now completely free. Ah, das war es wohl nicht immer. Custom Server Options. Custom Server Options. Free Widescreen Support. Join the Community. Naja, aber gut. Achso, nee, ein anderes Tool will ich jetzt auch nicht aufmachen. Kann ich hier noch gegen einige andere Bots spielen? Map Arcade, die verschiedenen Asteroids. Okay, einen probiere ich dann doch mal noch aus. Deathmatch. Difficult nochmal ein bisschen schwieriger. Bounce Walls. Bouncy Walls cause less damage on collisions. Ja. Also, noch eine Runde. Und zwar mit meinem neuen Flugzeug, das nach hinten schießen kann. Das ist für Deathmatch bestimmt ganz spannend. Game starts in wenigen Sekunden. Auf wen ballert ihr? Dann ist doch gar keiner da. Eliminate auch. Nein, nicht sterben. Spawning next round. Aha, es gibt mehrere Runden. 9 gegen 3. Naja, der eine Bot hat auf jeden Fall Purple Team eliminated. Okay, wir haben die erste Runde gewonnen von 8. Gut, also auch eine ziemlich schnelle Runde. Mit insgesamt also 20 Spielern. 10 gegen 10. Verdammt. Okay, das Wichtige ist, glaube ich, eher, dass ich mit den Geschwindigkeiten arbeite und dass ich beim Stalling dann natürlich wieder komme. Okay, 6 gegen 2. Komm, die 2 schafft ihr noch. Zack. Und einer noch. Immerhin, meine Bots sind zumindest die intelligenteren, die es geschafft haben, dann das andere Team platt zu machen. Aber ich hoffe mal, dass ich jetzt selber mal ein bisschen mehr anstellen kann, ohne gleich abgeschossen zu werden. Oh, wir starten jetzt von der anderen Seite. Nein, Stall. Ja, ich bräuchte irgendwo ein Kit, damit ich... Ja, nein, doch. Das war knapp, damit ich zumindest noch am Leben bleibe. Und jetzt haben die mir hier natürlich die ganzen Pakete abgeklaut. Oh nein, das war knapp. Jetzt habe ich dafür gesorgt, dass wir die eine Runde verloren haben. Na prima, hätte ich mal den anderen noch erwischt.
Okay. Also zumindest hat es ein bisschen besser hingehauen, wenn auch noch nicht so optimal. Oh, die. Ja, das war nichts. 7 gegen 6. Das sieht schlecht aus. 4 gegen 4, 3 gegen 3. Leute. Okay. 3 gegen 2. 2 gegen 2. 1 gegen 2. Oh, knapp. Aber okay. Purple Team wins. Switching sides. Okay, wir starten wieder von der anderen Seite. Also die andere Seite hat uns auf jeden Fall mehr Glück gebracht als die jetzt. Auf jeden Fall steht es 2 zu 2. Und wir sollten auf jeden Fall zusammenbleiben, um hier schnell aufzuräumen. Ja. Oh nein, ich war der Letzte! Ihr habt mich einfach allein gelassen, ihr Schweine! Jetzt bleibt gefälligst zusammen. You leveled up. Super klasse. Tja, irgendwie mit dem anfänglichen Start hat es so schon funktioniert, aber irgendwie sind die anderen Bots jetzt etwas stärker. Okay, nächste Runde. Noch ist es nicht verloren, aber das heißt, wir müssten jetzt 3 Runden hintereinander gewinnen. Das wird mit Sicherheit nicht so einfach. Ha. 2 gegen 9. Na, das sieht doch gut aus. Also wenn wir die zwei nicht wegkriegen, dann weiß ich auch nicht. Purple Team eliminated. So klappt es schon besser. Also lieber nicht alle volle Kanone rein und sich gegenseitig abschießen lassen. Sondern möglichst schauen, dass hier man am Leben bleibt und wenig einsteckt. Da sind jetzt einige hinter mir her. 3 zu 5. Double Kill. Aber ja, wir haben es geschafft. So, die letzte entscheidende Runde. Mal gucken, ob uns die andere Seite jetzt nochmal Glück bringt. Und wir da ganz gut die anderen erwischen. So, 6 zu 5. 4 zu 2, das sieht doch schon mal ganz gut aus. 4 zu 0, hey. Gut, also noch mit dem Deathmatch-Runde ganz gut gewonnen. Ah, ich war am meisten hilfreich, Multikill nicht, aber 9 in der Row und der hat 16 Kills und ich habe nur 15, naja, knapp dabei. Okay, aber soweit jetzt tatsächlich für diese Runde. Wie gesagt, für eine kurzweilige Sache scheint das Spiel immer noch ganz gut zu funktionieren, was das Spiel zukünftig zur Verfügung stellt, wer weiß. Aber viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!